Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start und heute mal mit einer neuen Folge zu X-Plane 11. Ja, heute mal ist eine gute Sache. In der letzten Zeit kamen ja recht häufig X-Plane 11 Videos. Ja, wie ihr vielleicht am Video-Thumbnail erkannt habt, heute soll es ein bisschen um Performance gehen. Ist nur ein ganz kleiner Tipp und der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und zwar, ja, werden wir circa nochmal 10-20% Performance aus X-Plane 11 rausholen mit einem total simplen Trick. Solltet ihr einen sehr hohen Zelluloseverbrauch haben und euch auf ominösen Seiten rumtreiben, ist hier ein bisschen die Geschichte mit Vorsicht zu genießen. Und ich werde euch zeigen, ja, worum es geht. Und zwar, ich habe die X-Plane 11, also meine Version läuft unter Steam. Ich weiß nicht, ob ihr die DVD-Version habt. Jedenfalls unter Steam funktioniert es. In der DVD-Variante kann ich nicht zu sagen, aber könnt ihr trotzdem gerne ausprobieren. So wichtig ist, dieser Tipp ist natürlich auf eigene Verantwortung und ich werde gleich noch was dazu sagen. Und zwar geht ihr einfach Defender... Und zwar ins Windows Defender Security Center. Das haben wir dann hier. Und normalerweise ist Viren- und Bedrohungsschutz natürlich an. Da geht man einfach rein, geht in Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz und schaltet, Vorsicht, also natürlich sollte man es nicht tun. In dem Fall tun wir es einfach und schaltet die ganzen Sachen ab. Und die automatische Übermittlung von Beispielen ebenfalls. So, ihr solltet natürlich ein sauberes System haben, also deswegen meinte ich auch hier ominöse Seiten und so, da gibt es ja einige Spezialisten unter euch. Ihr solltet ein sauberes System haben, ihr könnt ja vorher nochmal einen Durchlauf machen und das ja, dann deaktivieren, wenn nichts gefunden wird. Sollten Viren auf dem Rechner sein, kann ich da nichts garantieren. Ich habe ein sauberes System, da wird nichts passieren. Also brauche ich mir da keine Sorgen machen. Die Geschichte ist einfach, ja, dass durch die automatische Übermittlung von Beispielen etc. da und hier dieser Cloud-basierte Schutz, es wird kontinuierlich, es werden Daten übermittelt, hin und her geschickt und so und die gehen anscheinend echt auf die Performance, genauso wie der Echtzeitschutz. Und eigentlich sollte das unter Windows 10, also wohlgemerkt, wir befinden uns hier unter Windows 10, soll auch an die Windows 10 User gehen, dieser Tipp. Sollte es mit diesem Gaming-Feature unter Windows 10 eigentlich behoben sein, aber trotzdem bringt dieser Echtzeitschutz, sofern man ihn ausstellt, bei X-Plane 11 circa nochmal 10-20%. Ich schiebe das mal weg hier und ihr seht, ja, vorher, nachher war jetzt vielleicht... nicht so günstig zu sehen. Auf jeden Fall ist hier, also ich merke es, also ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann, auf jeden Fall, ja, einiges mehr noch drin und ja, wenn ihr gerade einen älteren Rechner habt und diverse Performance-Probleme, ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber trotzdem kommen da nochmal ein paar FPS mehr rum. Ja, kann dieser Tipp ganz nützlich sein. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Denkt dran, also nicht hinterher drunter schreiben, ja, DirectX hier, mein Rechner ist virenverseucht und hier läuft nichts mehr und so. Mit Vorsicht zu genießen. Ihr müsst euch schon sicher sein oder zumindest einen Suchlauf vorher mal machen, wenn ihr es nicht immer einfach auf Automatik stehen habt oder so. Also, da müsst ihr selber entscheiden, ist natürlich auf eigene Gefahr, darauf will ich hinweisen. Also wenn ihr euch sicher seid, dann probiert es einfach aus. Und die Leute, die die DVD-Variante haben,
Da wäre es mal interessant, ob es bei denen auch funktioniert. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dann Performance-Zuwachs habt oder ob das halt nur Steam-seitig so ist. Also ich kann es jetzt halt nicht so beurteilen, weil ich die Steam-Version habe. Da wäre ich auf jeden Fall gespannt, mal ein Feedback von euch zu bekommen. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Probiert es gerne mal aus. Also um das letzte Quäntchen Performance nochmal rauszuholen, ist dies auf jeden Fall noch eine Möglichkeit für den einen oder anderen, da ein bisschen an der Performance-Schraube zu drehen. So, dann würde ich sagen, wenn der Tipp für euch hilfreich war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, wenn euch mein Kanal generell gefällt, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo eurerseits freuen. Wir haben ja vor kurzem die 1500 Abonnenten-Marke geknackt. Da will ich auch nochmal ein Dankeschön sagen an alle, die mich bisher unterstützt haben, die immer fleißig liken, kommentieren und natürlich abonnieren. So, dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!